Ja! So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Ich bin hier am Start, habe euch kurz mal gezeigt, wie es hier ausschaut. Zwei Handys am Start, damit die Hater wieder haten können. Was, zwei Handys? Du hast gar nichts gelernt. Das ist mein Haupthandy, mit dem ich immer hier in WhatsApp schreibe und Facebook und so Zeug drauf habe. Mit dem gebe ich mir Hotspot auf das, weil das ist das Handy mit meinem Account drauf, wo ich immer die Bildschirmaufnahmen mache, die ihr gleich hier seht. Alternativ packe ich da aber immer den Nudel-Account drauf, wenn ich zu dem Raid einladen muss, weil anders geht's halt nicht. So, dann hatet halt jetzt wieder, dass jemand mit zwei Handys und zwei Accounts am Raid steht und einen Raid macht, Mutterseelen alleine, hatet, hatet, hatet. Was nicht so hatevoll ist, ist, dass das Psycho-Spektakel-Event begonnen hat. Wenn ich auf meine Nearby-Liste schaue, sehe ich hier, das sind überall Schatten. Also das ist jetzt Bronzel als Schatten hier angezeigt. Ihr seht so komische Symbole am Meditee dran. Habe ich eben schon wieder gesehen, dass Leute gefragt haben, was bedeutet denn das, dieses Symbol da? Das war früher nicht. Na, Yendik ist ja schlau, die wollen euch ja helfen. Deswegen haben die gesagt, passt mal auf, kleiner Padawan. Nicht nur, dass ihr im Psychospektakel eine befristete Forschung habt, wo aus jedem Encounter hier ein Monozyto rauskommen kann, was jetzt neu als Shiny da ist und Shiny sein kann. Deswegen werde ich dann das alles im Video mal abholen, wenn es fertig ist, um zu gucken, ob da ein Shiny dabei ist. Ihr habt auch hier unten Sammlerherausforderungen. Sammlerherausforderungen für eure komische Medaille, um die zu pushen. Da gibt es jedes Mal Mega-Energie hier für Mega-Meditalis und so Zeug. Und dafür braucht ihr Meditalis und müsst... ihr braucht Mediti und müsst Meditalis entwickeln, damit das abgeschlossen ist. Und weil Mediti gefangen werden muss für die Sammelherausforderung, deswegen ist an den Mediti hier dieses Zeichen. Das ist das Zeichen von für die Sammelherausforderung, dass ihr das noch braucht. Das finde ich eigentlich cool gemacht von der Yendik, dass sie euch da unterstützen, wenn ihr gerade mal die Übersicht verloren habt, dass ihr genau noch wisst, das brauche ich noch, das muss ich noch fangen. Gibt, glaube ich, vier Stück, nämlich das Ganze hier mit Meditalis-Energie, mit Mega-Gardevoir-Energie, mit Mega-Lamus-Energie und mit Mega-Simsala-Energie. Das ist sehr cool, weil ich habe ja gar nichts mehr, dass ich da wieder durchstarten kann, wenn ich mir das alles hole. Was es sonst noch gibt im Event, steht auch im Heute-Tab dabei. Guckt euch das mal an. Und dann habe ich, glaube ich, hier auch noch im Spezial-Tab was drin, was ich lösen kann, was ich abholen kann. Das mache ich aber dann, wenn ich die Monozyto abhole, und würde jetzt kurz den Feldforschungsdurchbruch abholen, beziehungsweise euch nochmal sagen, was man hier eigentlich machen muss. Curveball-Würfe. Im Psycho-Spektakel dreht sich alles um Curveball-Würfe. Insgesamt müsst ihr 42 Curveball-Würfe landen, um die komplette heute Tab begrenzte Forschung abzuschließen, wo es eben die ganzen Monozytos draus gibt, die auch shiny sein können. Mal gucken, ob da ein 100er dabei ist, mal gucken, ob da ein Gutes dabei ist oder ein Shiny dabei ist. Jetzt gucken wir mal, was im Feldforschungsdurchbruch drin ist. Ein wildes Zubiris. So, das kann man mal versuchen einzutüten. Ich habe schon wieder keine Bälle und gar nichts. Das war ein Curveballwurf. Das bewährt mal kurz. Dann melden wir uns zurück, wenn wir die Sachen abholen können. Ich stehe nämlich ein bisschen unter Zeitdruck. Wir müssen nämlich auch gleich los, weil heute ist ja auch Kindertag am Mittwoch. Wir wollten da irgendwo hin zur Fieberveranstaltung. Dings mit Haselnuss, Bratwurst. Das Zubiris ist auch mega schlecht. Das Video kriegt ihr dann vielleicht am Donnerstag oder so hochgeladen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Kindertag. Wir ziehen los, ich mache Curves und wir sehen uns, wenn wir die Monozytos abholen können. So, da sind wir zurück und ich habe ganz viele Neuigkeiten für euch. Zum einen habe ich mich gerade angemeldet und sehe hier, der Community Day Classic mit Glumanda im September wird angekündigt vor 23 Tagen. Das ist richtig cool, das blenden wir mal aus. Dann habe ich jetzt einen 7-Tage-Bann, der Habanero, beziehungsweise hat noch 6 Tage jetzt. Das ist richtig genial. Das heißt, ich kann jetzt keine Pokémon mehr fangen. Also ich sehe keine wilden Pokémon mehr. Ich kann keine Raids mehr machen. Das wird für die Level-Up-Aufgabe ein bisschen problematisch, beziehungsweise wird es eigentlich ja noch problematischer mit dieser Meisterball-Forschung, weil ich habe nur noch 60 Tage, hier diese Raids zu machen, diese 60 Raids. Und wenn jetzt eine Woche ich keine Raids machen kann, dauert das ein bisschen, dass ich die Raids noch fertig machen kann. Und ja, alles auf jeden Fall total verhext. Ihr seht, ich sehe keine Pokémon mehr. Das ist auch richtig genial. Und ja, was kann ich eigentlich machen? Ich könnte GBL zocken, aber ich bin kein GBL-Spieler.
und ich könnte Rauch anmachen, glaube ich. Aber ja, was auch lustig ist, unser ehemaliges Mitglied, der Jan Lange, so heißt er ja hier bei uns in der Community mit seinem YouTube-Account. Das ist ja sein Anzeigename, den er für seinen YouTube-Account genommen hat. Das ist ja öffentlich, der öffentlich überall steht. Hat gehofft, dass ich gebannt werde. Jetzt ist der Bann da. Glückwunsch, Jan. Ich habe dich direkt entfernt, auch wenn du Mitglied bist. Ich scheiß auf deinen 1 Euro da im Monat. Den kannst du behalten. Wer so komisch drauf ist, der mir selber noch sagt, dass er einen neuen Account machen muss, weil hier 30-Tage-Sperre da ist, das verstehe ich dann wirklich nicht. Gestern habe ich mich dann beim Nudel-Account angemeldet, habe gedacht, vielleicht kann ich am Wochenende jetzt mit der Nudel den Community Day spielen. Genaya hat mir noch ein Ticket geschenkt mit der Nudel. Was ist passiert? Gestern hat die Nudel 7 Tage bekommen. Heute melde ich mich bei der Nudel an. Hat die Nudel 30 Tage? Wie geht das denn, der Jentik? Ich denke, 37 Perma. Wie könnt ihr denn während des 7-Tage-Banns eine 30-Tage-Bannung verhängen? Das ist alles wie verhext. Was ich aber machen kann, ist erstens mal in den Shop hier reingehen. Ich habe nämlich wieder 200 Münzen und wollte eigentlich für den Seed-Day als Vorbereitung mir Pokeplatz diesmal kaufen für die Pokémon-Aufbewahrung, weil ich immer mehr Pokémon bekomme. Ich werde jetzt einmal einen Pokeplatz kaufen, der ja eigentlich für den C-Day gedacht war, aber jetzt der C-Day ausfällt. Ach, Arenen setzen geht noch. Ich kann mich noch in Arenen setzen und kann täglich meine 50 Münzen bekommen. Jetzt habe ich wieder was gekauft. Was ich noch machen kann, ist vom Psychospektakel die Monozyto abholen. Schauen, ob da ein gutes Monozyto dabei ist oder nicht. 562, jetzt habe ich daneben geworfen. Wir cashen die mal kurz alle ein, gucken mal, ob ein gutes dabei ist. 562 ist bis jetzt das höchste. 562 ist immer noch das höchste. Merkt euch also die Zahl, 562. Dann sehe ich, der Akku ist auch gleich leer. Ich muss mich also beeilen. 564 ist jetzt das höchste. Merkt euch 564. Wenigstens das klappt noch. 578. 578 ist das höchste bis jetzt. 578 bleibt das höchste bis jetzt. Bin immer noch auf der Suche nach einem Shiny, weil es kann ja auch sein, dass hier ein Shiny drin ist. 578 ist immer noch das höchste. Wir haben noch 3 Stück zum Abholen, glaube ich. 555, das ist nix. 578 müssen wir bewerten. Vielleicht ist es ja sogar ein 100er. 500, naja, 67 ist wieder nix. Immer noch 578. Und jetzt können wir hier noch eine Brutmaschine abholen, die es kostenlos gibt. 30 Pokebälle und die Begegnung mit 569. Wir fangen das noch, gehen jetzt wieder rein und schauen mal nach dem 578, wie gut das ist. Das ist auch das Größte, was ich gerade habe. 15, 15, 11. Na, ist halt das Größte, ist das Beste, aber ist trotzdem schlecht. Was haben wir jetzt noch? Genau, Meisterballstudio müssen wir, wie gesagt, die 60 Raids voll machen. Hier könnte ich noch was entwickeln. Das wollte ich auch noch machen, genau. Ich wollte noch was entwickeln. Und zwar muss ich ja einmal Abra, einmal Fleckmon, einmal Drassler und einmal Mediti entwickeln. So, Mediti. Mediti habe ich eins hier. Entwickel mal für die Aufgabe, für die Sammlerherausforderung. Drassler, Fleckmon, Abra. Drassler, Fleckmon, Abra. Die muss bei der Sammlerherausforderung müssen entwickelt werden. Meditalis ist am Start. Könnt ihr es mal bewerten kurz, ob das ein gutes ist überhaupt. Das ist ein schlechtes, ne? Gucken wir mal nach Abra. So, Abra haben wir hier eins, ein kleines. Entwickeln wir auch mal durch. Das ist eine Tauschentwicklung übrigens. Wenn ihr ein Abra zu einem Kadabra macht und dann einem Freund rübertauscht, kann er das Kadabra kostenlos zu Simsala entwickeln. Ansonsten müsst ihr 200 Bonbons dafür aufbringen. Das Ganze geht auch mit Gengar, das Ganze geht mit Machomai. Da gibt es einige, die so ähnlich sind. Das ist auch ein neuer Pokédex-Eintrag. Da werden auch die Aufgaben mit Pokémon entwickeln gestärkt. Ihr seht, hier ist dieses Tauschsymbol. Gut, es kostet nur 100 Bonbons. 100 Bonbons oder eben tauschen und der andere, der das Getauschte kriegt, entwickelt das. Dann hat er die Aufgabe auch fertig. Pupsi ist übrigens gerade hier bei einem Termin in diesem Gebäude. Jonas ist im Auto und schläft, hoffe ich.
Ich mache das fix fertig und lade das heute direkt am Freitag noch hoch. Stürmische Zeiten. Eigentlich dachte ich ja, ich kann mit dem den C-Day zocken, wird nix. Zocke ich halt mit der Nudel den C-Day, wird nix. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den C-Day überhaupt zocke. Ihr sagt bestimmt, ja, bitte zock den C-Day. Fleckmon. Hier, Fleckmon. Noch einmal entwickeln. Genau, das auch noch. Soll ich den C-Day zocken? Ja oder nein? Dann brauche ich aber schon wieder einen anderen Account. Aber dann könnte ich trotzdem wenigstens den C-Day, das C-Day-Feeling haben, mit Pupsi rumlaufen, spazieren gehen, fangen und gucken, wer die meisten Shinies kriegt. Das ist ja möglich. Damit der Account, mit dem ich C-Day zocke, legit unterwegs, dann auch direkt gesperrt wird oder so. Also so stelle ich mir das vor. Eins fehlt noch, jetzt weiß ich aber nicht was. Jetzt muss ich extra nochmal zurück. Muss nochmal hier reingucken, was noch fehlt. So, Meditalis, das fand ich cool, denn dann kriegst du ja hier auch diese Meditalis-Mega-Energie. Dann haben wir hier, acht Rassler fehlt noch, genau. Fleckmon, Mega-Energie, gerade auf dem Habanero-Account, der keine Mega-Pokémon hat, ist es Gold wert, dass der die Mega-Energie bekommt. Wenn er nach seinen 7 Tagen überhaupt noch lebt, vielleicht kriegt er während der 7 Tage jetzt auch 30 Tage. So, Trassler noch entwickeln und ist dann weg. Gib mir mal das Trassler. Hier ist ein, da ist noch ein. Hier, wir nehmen das Kleine einfach. Entwickeln das Kleine. Wir können es auch mal kurz bewerten. Oder auch nicht. Weil gerade gar nichts geht. Hallo? Hallo? Jetzt. Ja, drück halt drauf. Weiß ich nicht. Handy hat auch keine Lust mehr, ne? Ist auch heute komisches Wetter. Ist ein bisschen düster. Ist ein bisschen bewölkt. Es hat vorhin ein bisschen geregnet. Bin froh, wenn der Tag um ist, heim, Video schneiden, sonst was, ins Kissen heulen, das sind alles so Dinge auf meiner To-Do-List momentan. Kirlia, das auch wieder, was machen wir denn jetzt? Wir sollen doch den entwickeln. Den müssen wir entwickeln, nicht den anderen. Entwickelt immer den, nicht den anderen. Entwickelt Gardevoir, entwickelt nicht Galagladi. Ich bin gerade erstaunt, wie lange der Akku hält, die ganze Zeit im roten Bereich. Hauptsache, man kann noch Tipps geben und kann noch grinsen wie ein Honigkuchenpferd, ja. Ansonsten, ja, ist der auch fertig. Können wir auch mal bewerten. Hat 15 Angriff wenigstens. Das sieht stark aus. Das heißt, gib mir hier noch die Mega-Energie von Mega Gardevoir. Ich habe die ganze Zeit Mega-Raids gemacht. Jetzt kann ich 7 Tage lang keine Mega Gardevoir-Raids mehr machen. Mir fehlt dann Entei, Suicune, Raikou auf dem Account. Das kann ja gar nicht sein. Was machen die denn? Muss das denn sein? Ich wollte doch nur spielen, Mann. Da steckst du schon keine Kohle mehr rein. Da rennst du schon nicht in den USA rum oder in Zaragoza. Da machst du schon, bist du an keinen Hotspots aktiv. Bist hier in der Umgebung, machst hier dein Zeug und bist dann trotzdem am Arsch wie Beine. Dieser super geniale Vergleich. So, das ist alles abgeholt. Das passt. Münzen für heute haben wir auch bekommen. Hier sind genügend Sachen da. Dann also die Frage, habt ihr ein Shiny Monozyto bekommen im Event bis jetzt? Ich kann ja jetzt keine mehr kriegen, denn bis der Bann um ist, ist das Event auch um. Das heißt, für mich kein Shiny Monozyto. Wenn ihr eins gekriegt habt, schreibt es mir in die Kommentare. Schickt es mir rein für Raider Mittwoch, dann kann ich es mal zeigen, wie das aussieht, wer eins bekommen hat. Habt ihr ein gutes Monozyto bekommen, vielleicht ein 100er sogar? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.